Nej, här kommer den förvirrade svenskläraren. Äldste förvirrade svensk lärare. Jag tror är det jättefrågan vann beantworten. Frågan när. Wenn man möchte die Frage wann beantworten, gibt es in Schwedisch drei Möglichkeiten, also drei Zeitpräpositionen. Man kann om benutzen, man kann för, bum bum bum, sen, und man kann under benutzen. Jag åker till Sverige om 10 dagar. Ich fahre nach Schweden in 10 Tagen. För 2 år sedan flyttade jag till Svan. För 2 Jahren bin ich nach Schwan umgezogen. Under julen åt jag mycket julskinka. Während Weihnachten habe ich sehr viel Weihnachtsschinken gegessen. Okay, der war der, ihn zu